Also ja, noch einmal durch die Katakomben durch. Hi, Fremd. Und ja, wir können uns leider nicht porten, weil es keinen direkten Portpoint dort gibt. Und ich sollte mal den Ring wechseln. Dumm, dumm, dumm. Hartstahlring. Lichtschein habe ich schon mal drin. Ist gut. Und durch euch dürften wir uns jetzt relativ leicht durchschnetzeln können. Vor allem, wenn wir Sprungangriffe machen. Ja, aber guckt euch das mal an. 300 noch was Schaden bei denen. Okay, der zweite Angriff macht sogar noch mehr Schaden. Also ja, durch die kommen wir mehr als einfach durch. Supi. Plus 15 Bastardschwert ist echt supi. Also ab nach unten. In die Katakomben. Da hat sich schon mal einer wieder selbst getötet. Den zweiten haben wir gerade geoverkillt. Vorbei an den Explosionsköpfe. Wow. Ja, du hast geblockt, hä? Jetzt nicht mehr. So. Und hier runter. Weg mit dir. Weg mit deinem Kumpel. Und den da noch Hallo sagen. Na komm, du auch. Mal kurz hier rein gucken. Nö. Mensch, ist hier irgendwo ein Nekromant übrig geblieben? Das macht mich echt fertig, dass ich die Laterne nicht habe. Aber ich kriege jetzt zum Glück eine zweite nachher im nächsten Gebiet, auf das wir, zu dem wir uns gerade aufmachen. So. Genau, zerleg dich einfach. Und dann stirb. Stirb. Und du kannst auch sterben. So, weil wir kürzen jetzt hier rum ab. Rennen kurz zum Leuchtfeuer. Schauen zu, wie es weitere Skelette abstürzen. Au. Ja, springen mal kurz in die Stacheln rein. Warum? Weil wir es können. So. Und gehen tiefer in die Katakomben. Aha, dieses Mal nicht. So, willst du hier runterkommen? Genau, renn in die Richtung weg. Dich will eh keiner haben. Ich mag niemand. So. Einer weg. Ja, Sprung, Drehangriff. Oh, du bist noch ganz geblieben. Haha. So. So, jetzt die Kampftruppe da drüben. Wow. Das war nicht so schön. Das auch nicht. Egal. Wir können uns heilen. Und gleich wieder explodieren dabei. Ah, blöde, blöde Explosionsköpfe. Oh, warum ist die... Bist du auf einmal? Hilfe. Nicht nett. Definitiv nicht nett. Ja, diese Explosionsdinger.
Ich bedenke, die Mass of Souls in Neulondo, die wir vorhin gesehen haben, produzieren sogar solche Viecher. So. Ah, da kommen ja welche runter. Oh. Ich schicke sie einfach mal gleich wieder runter. Na, das war nichts. So, weg mit dir. Jetzt kann ich hier runter. Die Löcher sind immer noch offen. Und ich kann ganz runterrutschen. Und den Jungs hier Hallo sagen. So, der erste ist weg. Ach komm, wo willst du denn hinrennen? Das ist eine Sackgasse, Junge. Okay, Höllenräder. Da haben wir ja mittlerweile ein Trauma. genau. Au. Ah ja, durch die Wand glitschen finde ich immer toll. So, ihr Explosionsschädel könnt ruhig explodieren. Oh, ouch. Das könnte jetzt ungesund werden. So, erstes Rad weg. Zweites Rad weg. Bin ich froh, dass ich ein Schild und viele Lebenspunkte habe. So, dann kann ich nämlich auch mal das hier machen. Oder mich einfach von dem Rad treffen lassen. So. Waren das alle von euch oder kommt da hinten noch eins? Nein, das waren alle. So, Heilung brauche ich noch. Im Augenblick brauche ich aber meinen Bogen nicht. Also wechseln wir mal auf den Elfenbeinbeschleuniger. Yay, Fallschaden. Autsch. Kurz heilen. Und jetzt fängt das richtig Lustige gleich an. So, einmal hier. Und einmal hier. Kommen wir, heiße ich euch im stockfinsteren Gebiet willkommen. So, machen wir uns mal Licht. Dafür habe ich nämlich den Lichtzauber. Und heißt euch herzlich im Grabmal der Riesen willkommen. Wobei das hier die richtigen Riesen sind und nicht die Jungs hier. Das hier sind einfach bloß große Skelette. Die fast gar nichts mehr aushalten. Dank unseres Superschwertes. So, da drüben liegt Loot. Dort ist auch eine Leiter zum Hochklettern und alles. Das ist nämlich der Weg zurück. So. Hier runterrutschen. Und gleich dem nächsten Skelett Hallo sagen. Oh. Genau. Weg mit dem. Seele stolzer Krieger. Und wir hören, wir werden beschossen. Denn da unten sind, genau, Skelettschützen mit Riesenbögen. Oh, und hier sind zwei von der Sorte. Da am besten aufpassen an der Stelle. Das hier ist nämlich extrem garstig. So. Ich weiß schon, warum ich mein Schwert geupgradet habe. Gut. Hier müssen wir gucken, dass wir so weit wie möglich dort abrollen, dass wir nämlich auf den Vorsprung kommen und die Menschlichkeit ergattern können. So.
Dann können wir uns hier runterfallen lassen. Und dort unten sehen wir das erste Leuchtfeuer hier in dem Gebiet und das einzige, zu dem wir uns auch teleportieren können. Oh, übrigens, da unten ist das verlorene Isalif. Also, die, besser gesagt, die Dämonenruinen. Fernglas. Jupp. Mit etwas Fantasie kann man da drüben das Gebiet erkennen, wo wir gegen den Lavastromdämon gekämpft haben. Und dort ist die komisch aussehende Kuppel, ja. Wobei das hier nur ein vorgerendertes Bild ist. Die Lava haben wir ja eigentlich schon komplett abgelassen. Aber ja, man soll so die Idee haben, dass dort unten die Dämonenruinen sind. Mit der Kampffläche, wo wir gegen den Lavastromdämon gekämpft haben. Und da ist der Weg runter, nachher, wenn die Lava abgelassen ist, da drüben. Jupp. Hier rutschen wir jetzt aber erstmal runter und touchen das Leuchtfeuer an. Nutzen es auch gleich. Denn ich habe keine Lust, nochmal den ganzen Weg zu gehen, wenn ich, falls ich sterben sollte. So. Den Weg die Richtung weiter ignorieren wir erst einmal. Erst einmal legen wir wieder unser Schild an, sondern gehen erst diesen Weg hier entlang. Der führt uns nämlich eigentlich erst einmal zurück. Zweitens führt er uns zu einem Skelett, das da oben auf dem riesigen Sarg hockt. Und es führt uns auch in den Sarg rein. Und in den Sarg rein will ich als erstes, weil hier wieder was Wichtiges, meiner Meinung nach Wichtiges, versteckt ist. Okay, hallo Riesenskelette, Kamikaze. So. Das ist die beste Taktik. Einfach auf die drei Jungs hier drauf springen. Und für die ist die beste Taktik wegrennen. Wow. Na, gleich drei Stück anlocken ist keine so gute Idee. Geronimo. Sterbt einfach. So. Uff. Gut, ich gebe zu, das ist nicht so gelaufen, wie ich es geplant hatte. Eigentlich hatte ich nicht erwartet, dass da jetzt noch mal drei Stück auf einmal angerannt kommen. Ja, es sind sechs Skelette in diesem Sarg drin. Und sie bewachen die Götterglut. Die mir recht wichtig ist doch. Zur Waffenveredelung erforderliche Gut. Götterglut für geheime Kirchenrituale. Für ausgewählte göttliche Schmiede bestimmt. Wartet göttliche Waffen plus 5 um, ermöglicht Verstärkung auf plus 10. Ähnlich den Waffen der Götter. Also ja, wir haben eine legendäre Waffe mit der Riesenglut geschmiedet. Mit einer Götterglut können wir eine Waffe der Götter schmieden. Ah, das kommt allerdings erst etwas später. Wobei, so viel später nun auch wieder nicht. Ich will erstmal nur hier hoch. So. Will den da erledigen. Und seinen Schützenfreund hier runterschmeißen. So, ein Flakon trinken. Der eine ist in den Tod gestürzt, den anderen haben wir selber getötet. Und jetzt können wir die Leiter hoch, die wir vorhin gesehen haben. So, und noch mehr Riesenskeletten Hallo sagen. So, du bist tot. Und dein Kumpel steht blöd rum und guckt zu. Wow, das hat ordentlich Aua gemacht. Das aber auch. Gut. Jo, hier liegt noch was zum Plündern. Das ist stolze Kriegerseele. Finde ich sehr nett. Und hier oben gibt es noch mehr. Also einmal kann man da runterspringen, aber da wir eh wieder da runter müssen, gucke ich erst hier oben nach.
Weil hier wäre eigentlich der Weg zurück in die Katakomben, wenn man den Teleport nicht hat. Also für diejenigen, die die Katakomben gemacht haben und meinen, sie könnten jetzt hier im Grab bei der Riesen ordentlich einen abstauben oder so. Die hätten ohne das hier nicht mehr zurückgekonnt. Runter.